Wir sind hier in Altbach in der Sonnenhalde und wir wurden heute um 10.21 Uhr alarmiert zu einem Gebäudebrand, Brand 3. Wir haben hier vorgefunden eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus, aus der schon beim Eintreffen Rauch durch die Fenster rausgequollen ist. Wir sind dann so vorgegangen, dass wir mit einem Trupp direkt hoch sind zur Brandbekämpfung und entsprechend nachalarmiert haben. Zweites Fahrzeug von Altbach sowie noch ein Löschfahrzeug aus Blochingen. Die Drehleiter aus Blochingen war mit auf Anfahrt, die haben wir auch hier mit aufgestellt. Im Hintergrund sieht man das, die über die Giebelseite vorgegangen sind. Und dann sind wir zur Brandbekämpfung im Innenraum vorgegangen. Personen waren zu dem Zeitpunkt bereits in der Evakuierung durch die Polizei. In der Wohnung wurde glücklicherweise auch keine Person gefunden. Der Eigentümer war wohl nicht zu Hause zu dem Zeitpunkt. Ist ausgegangen wohl aus dem Wohnzimmer. Ich selber habe die Wohnung noch nicht gesehen. Aber durch die Rauchentwicklung ist zumindest die komplette Wohnung in mit Leidenschaft gezogen. So wie es aktuell aussieht, müssten eigentlich die anderen wieder ins Haus können. Wir sichten gerade, wie weit der Wasserschaden die anderen Wohnungen betrifft. Aber es sieht momentan so aus, als ob die anderen Wohnungen zumindest bewohnbar wären. Wir waren jetzt mit ungefähr 20, 21 Kräften aus Blochingen und Altbach hier im Einsatz. Wir sind jetzt momentan bei Nachlöscharbeiten noch minimal, kontrollieren momentan den Dachboden. Es gibt eine abgehängte Decke in der Wohnung, die momentan geöffnet wird und durchsucht. Dann warten wir auf die Polizei, auf die Brandstättenermittlung und übergeben denen dann die Einsatzstelle. Ja, der Rettungsdienst hatte primär die Lage, die Betreuung der Bewohner übernommen. Wir hatten ca. 8 Bewohner aus dem Gebäude, die wir kurzfristig betreuen mussten. Der Rettungsdienst war mit 2 Rettungswagen, einem Notarzt sowie die Bereitschaft und mir als Einsatzleiter vor Ort. Es gab glücklicherweise keine Verletzten.